Ah, guten Tag alle zusammen. Hier ist er wieder, euer Sluxy, jawohl. Weiter geht's mit Zelda. Hatte jetzt ein Wochenende Ruhe und hab gedacht, jo, machst du mal weiter, es wird langsam Zeit. Ach, Kinders. Oh, Sonntagabend. Ja, gerade noch einen schönen Film geguckt und oh, jetzt geht's mal weiter. Gut. Wo war ich? Ja, wir sind durch die Zeit gereist und hier sieht ziemlich scheiße aus auf dem ehemaligen Marktplatz. Ach du Schande, Zombies gedöns und jo. Gucken wir uns mal das Schloss an. Und kriegen erstmal einen Schrecken. Was denn das für eine Suppe? Oh. Das war mal ein Schloss. Jetzt ist es Ganons Schloss. Ja. Das ist krass. Aber mehr können wir hier auch leider noch nicht tun. Von daher, zurück auf den Marktplatz. Der Schock hier muss ich erstmal setzen. Ich habe auch keinen Bock hier, mich mit allen Zombies irgendwie anzulegen. Ich gehe einfach raus. Gut. Nee. Zuallererst will ich mir mal mein Pferd holen. Epona ist nämlich auch gealtert. Und groß geworden. Und in der Hylianischen Steppe sieht eigentlich alles wie bisher aus. Sind es eigentlich irgendwie Strapsen oder Leggings oder was hat Link da unter seinem Röckchen an? Vor allem ist das Zeug eigentlich mitgewachsen. Sieht ganz so aus. Also komisch. Fragen über Fragen, die die Welt verändern. Jawohl. Oh. Gucken wir mal, was die London Farm sagt. Boah. Im Haus. Ist im Haus irgendwas? Gudi. Hühnchen, wie immer. Unbesiegbare Hühnchen. Aber sonst ist ja eigentlich nichts los. Okay. Ach, scheiße. Ich glaube, ich sollte am Tag hierher kommen. Ja, sorry, hier. 2 Tage lang kein Zelda mehr gespielt, schon wieder alles vergessen. So, jetzt sollte hier aber mehr los sein. Ah, da steht ja schon einer. Na, was hast du zu sagen? Einige Leute verbreiten das Gerücht, ich hätte Talon um die Farm betrogen, aber das ist lächerlich. Talon hat alles heruntergewirtschaftet. Ich, der hart arbeitende Basil, habe meine ganze Kraft in die Farm gesteckt. Niemand darf deshalb schlecht über mich sprechen. Ihm vertrauen. Eigentlich war es der mächtige Ganondorf, der meine Talente erkannt hat und mir die Farm überließ. Als Dank werde ich ihm das beste Pferd meiner Züchtung als Präsent überreichen. Sag mal, hättest du nicht Lust, eines meiner Pferde zu reiten? Nur für 10 Rupies lasse ich dich reiten, reiten. Soll ich sie erklären, wie man reitet? Nein, danke, ich weiß doch. Die Farm, danke. Ja, 1 Minute Zeit haben wir. Wir könnten uns irgendein Billigpferd raussuchen. Und wenn wir uns Epona nähern, haut's auch schon ab. Deshalb ganz schnell Eponas Lied eiern. Und dann kommt's auch hoffentlich schon angerannt. Epona, hallo. Jawohl. Na. Hallo. Ich möchte doch nur aufsteigen. Danke. So. Und mit den Karotten können wir Gas geben. Jawohl. So, und hüpfidi-düpf. Auch nochmal hüpfidi-düpf. Sehr braves Pferd. Braves Pferd habe ich da. Jawohl. Gehst du mal aus dem Weg?
Jawoll. Des Reiten ist des Links Lust. Lalalala. Und ich habe einen Fünfer bekommen. So, jetzt möchte ich da aber doch nochmal mit dir sprechen. Reden. Willst du absteigen, halte ran und drücke R. Habe ich mich nicht noch mal irgendwo gesehen? Du kommst mir so bekannt vor. Setz du die Zielerfassung ein, kannst du mir... Nein, ich will weiterreiten. Wenn die Zeit abgelaufen ist, sag ich dir Bescheid. Blablabla. Aha. Also beim ersten Mal lässt er uns noch nicht gegen ihn antreten. Ja, man kann nämlich ein Rennen gegen ihn machen. Zakobado. Aber anscheinend muss ich zweimal... Ah, oh, komm, Epona, einer geht noch, einer geht noch. Jawohl, ein Fünfer noch geholt. Ey, runter vom Pferd. Die Zeit ist abgelaufen. Du hast nur 10 Rubine gezahlt. Arschloch. Ja, ich würde gern nochmal reiten. Nein. Okay. Epona. Hallo? Geht doch. La, 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 la. Wo ist mein treues Pferd? Da ist mein treues Pferd. So. Kollege, komm jetzt. Du reiten, gewinnen 50. Ja. Los geht's. Und schon gebe ich Stoff. Und er hat mich abgehängt. Die fiese Ratte. Aber ich habe das schnellste Pferd im ganzen... in ganz Hyrule. Jawohl. Nein, du kommst hier nicht vorbei. Du kommst hier nicht vorbei. So, jetzt. Also mal Stoff geben hier. Dann mal alle Karotten, die wir haben, ausspielen. Oh, und ich muss gewinnen. Ich muss gewinnen. Ich will 50 Flocken gewinnen. Einer geht noch. Und Ziellinie. Geschafft. Jetzt will er eine Revanche, der Sack. Vermaledeit! Ich hoffe nur, der mächtige Ganondorf erfährt nicht von dieser Demütigung. Hey du, wie wäre es mit einer Revanche? Gewinnst du? Gehört das bei dir? Ja, da lässt er uns gar keine Wahl. Das müssen wir einfach machen. Denn wir wollen ja nicht nur ihn besiegen, sondern wir wollen auch Epona haben. Jawohl. Ey, du sagst jedes Mal. Oh, Freund, jetzt bist du irgendwie schneller, hä? Na komm, bleib hinten, Junge, bleib hinten, Junge. Epona, gib Stoff. Gib Stoff. Besiege dieses hässliche braune Pferd. Komm. Ja, abdrängen, abdrängen, abdrängen. Und jetzt hau ich ab. Jetzt hau ich ab. Oh, weg hier. Und weg hier. Komm schon, mit letzter Kraft ins Ziel gerettet. Ja. Oh, Leute, ich habe Epona gewonnen. Wie kann das sein? Das wird gleich Epona sein. Wie ist es dir gelungen, das Pferd hinter meinem Rücken zu zähmen? Ich wollte Epona dem mächtigen Ganondorf zum Geschenk machen. Ja, ich kann den Namen nicht mehr hören. Nun habe ich sie beim Pferderennen verloren. Vermaledeit. Nun gut, so sei es denn. Ich halte mein Versprechen. Das Pferd möge dir gehören. Nur... die Farm darfst du mit ihr nicht verlassen. Ja. Weil er ein Arschloch ist, macht er jetzt nämlich hier die Tür zu. Und meint, wir würden immer rauskommen. Da gibt es einen ganz einfachen Trick. Mit übelst viel Stoff über den Zaun. So, gepackt. Jetzt kann er seine Türen so lange zuhalten, wie er will, der Penner. Leute, wir sind frei. Wir haben ein neues Pferd. Alles läuft super. Perfecto grande. Jawohl. Jetzt können wir endlich mal ein bisschen schneller durch die ganze Kacke hier eiern. So. Aber zuallererst sollte man... Eieiei. Kakariko besuchen. Und das tue ich jetzt auch mal. Natürlich war mir jetzt das Wichtigste, erstmal mein treues, braves Pferdchen Eponalein zu holen. Doch, jetzt mache ich mich auf nach Kakariko. Und guck mal, was in Kakariko so alles abgeht. Brems! So, noch einparken in die Parklücke. Und ab.
ich würde sagen, ich mache hier einen kleinen Stopp und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Sluxy.